23. April. Wembley Stadion. 94.000 Zuschauer. Der größte Fight der britischen Boxgeschichte. Und nur Bild hat ihn. Tyson Fury gegen Dillian Whyte. Tyson Fury, in seiner Karriere ungeschlagen. Ein letztes Mal will er seinen Schwergewichtstitel der WBC verteidigen. Dillian Whyte's a bitch. I wanna see you. You've gotta fight me anyway. Es winkt eine Millionensumme, ein Milliardenpublikum weltweit. Der Herausforderer, Dillian Whyte. Kampfname, The Body Snatcher, Leichenfledderer. Whyte wird alles in den Ring werfen. 30 Kämpfe, 19 Siege durch K.O. Es wird der Mega-Fight des Jahres. Fury gegen Whyte. Tick, live nur bei Bild Plus und bei Bild im TV. Samstag ab 22 Uhr. Müssen Sie also unbedingt einschalten. Ja, und gestern, da haben sich beide schon mal in London der Presse gestellt. Aber wer jetzt mit einem lauten Schlagabtausch gerechnet hatte, der wurde überrascht. Nick Zoff, die beiden Schwergewichte kamen ganz zahm daher. When we sparred years ago, I think it was about 2011, 12, whatever. Sparring is sparring, you know. I think I was preparing for David A. I could have been preparing for Klitschko. I can't really remember if it was 15 or 13. And Dillian came in and he did his job along with the rest of the guys who was there, helping me prepare for a fight. You know what I mean? It's not about, oh, I beat him up in a spar or he beat me up in a spar. We was there working together, and we were good friends together. We went out for a drink. We ate together. We slept together. He was part of our team. No, bro. Oh, bro, shit. We didn't sleep together, bro. I'm sorry, man. No, we didn't sleep together, bro. We slept in a similar surrounding, but not together, bro. Relax. Yeah, so there was no, like, it wasn't like animosity, like him versus me. Every person, every guy I bring into my training camp, I treat him with respect. I look after him like they're one of my own family. I don't disrespect anybody. Any of these training partners who ever come, I never disrespect them. I treat them like my own family. I look after them as best as I can. I pay them what I can afford, and that's it, you know. So the sparring is the sparring. We both helped each other out along the way, and that's it. I don't think you can go on what happened 10 years ago. God's sake, 10 years ago. How old would I have been? 24? He'd have been 24 as well, yes. Same age. So we're different men today. It's different versions. He's a lot improved, and so am I. So I think everybody is underestimating how good of a fight this is going to be. Ja, das sieht wirklich nicht danach aus, als wenn die beiden bald zusammen in einen Ring steigen. So sind da die. Fragen wir uns wirklich, was war denn da los? Unser Reporter Kilian Gaffrey, der weiß mehr, ist uns jetzt live aus London zugeschaltet. Kilian, wie muss man die Stimmung da gestern bei diesem ersten Aufeinandertreffen bewerten? Ja, Kira, durchaus überraschend. Ne? Also wir haben alle erwartet, dass es jetzt ein Hassduell wird. Die haben sich wochenlang nicht gesehen. Dillian Whyte hat alle öffentlichen Medientermine geschwänzt. Tyson Fury hat dann immer wieder ein bisschen ausgeteilt. Und dafür war es dann doch gestern sehr, sehr harmonisch. Die 250 Medienvertreter, die da waren, 30 Kameras, die waren total gespannt, haben gedacht, Mensch, die schlagen sich jetzt da schon verbal die Worte um die Ohren. So war es dann doch nicht. Es gab am Ende nur ein ganz kleines Scharmützel zwischen dem Papa von Tyson Fury und dem Bruder von Dillian Whyte, die da ein bisschen aufeinander zugegangen sind. Aber sonst die Stimmung zwischen Tyson und Dillian, die war total angenehm, also richtig harmonisch. Man denkt gar nicht, dass die am Samstag in den Ring steigen und sich vor 94.000 Zuschauern in Wembley irgendwie ins Gesicht schlagen wollen. Aber das werden sie dann wohl tun, Kilian. Und wir alle freuen uns natürlich auch schon auf diesen Megakampf. Das wird wohl einer der größten Kämpfe, den England ja tatsächlich jemals gesehen hat. Was ist da zu erwarten? Ja, also es ist nicht nur der größte Kampf, den England je gesehen hat. Es ist der größte Kampf in Europa. 94.000 Zuschauer in Wembley. So eine riesen Zuschauerzahl gab es auf diesem Kontinent noch nie. Das wird eine Boxschlacht, das wird eine Boxparty. Die Briten sind bekannt dafür, bei Boxevents eine einzige Saufparty, will ich mal sagen, zu feiern. Das wird eine richtig geile Stimmung und ein Megakampf. Also das sind zwei super Boxer. Dillian Whyte, ein starker Herausforderer für Tyson Fury. Und Tyson Fury, wir kennen ja alle den Rekord, ungeschlagen noch, hat jetzt dreimal gegen Deontay Wilder geboxt, hat den ausgeboxt. Also das wird ein richtig geiler Kampfabend und ich kann nur allen raten, Samstagabend 22 Uhr Bild einschalten.
Absolut. Und was würdest du denn sagen, wird das eventuell auch Furys letzter Kampf? Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um Rücktritte oder dann eben auch Comebacks. Ja, muss man mal schauen. Also Tyson Fury, vor 4 Wochen hat er gesagt, so 150 Millionen auf dem Konto, alt genug. Er hat 6 Kinder mit seiner Frau Paris. Jetzt kann er dann mal zurücktreten. Jetzt war es dieser Tage wieder ein bisschen anders. Er will nicht drüber reden. Und man muss ja auch sagen, es steht ja noch ein großer Rückkampf an zwischen Anthony Joshua und Alexander Usyk. Usyk hat die anderen WM-Gürtel, die großen WM-Gürtel. Und da wünscht sich natürlich jeder, wenn Tyson Fury jetzt gewinnt, wenn Usyk, nach unseren Informationen, kämpft er gegen Joshua so im Juni, Juli, dass es dann den großen Kampf zwischen den Weltmeistern gibt und dass die Titel dann vereinigt werden können. Schauen wir mal, Tyson Fury ist immer für eine Überraschung gut, was er am Samstagabend dann danach im Ring sagt und macht. Sein Ernährungsberater hat gesagt, er ist sich hundertprozentig sicher, dass er aufhört. Ich weiß es nicht, also es wird spannend. So, jetzt wollen wir nicht nur wissen, was die Ernährungsberater sagen, sondern vor allem, was die Buchmacher sagen. Kilian, das ist ja in England immer eine ganz große Sache und es ist auch immer ein ziemlich gutes Indiz dafür, wer momentan die Nase vorn hat. Also, wer geht als Favorit in diesem Kampf? Ja, also natürlich geht ganz klar Tyson Fury als Favorit ins Rennen. Dillian White ist der klassische Herausforderer. Es wird ein sehr spannender Kampf, weil es liegen 13 cm Größenunterschied zwischen beiden. Dillian White ist 1,93 m, Tyson Fury 2,05 m, 2,06 m. Normalerweise sollte er den ausboxen. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Und ich lege mich einfach mal fest, Tyson Fury, 6. Runde durch K.O. Und dann sehen wir einen schönen Fight am Samstagabend bei Bild. Und wir werden das am Samstagabend herausfinden. Vielen Dank an dich, Kilian, und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unbedingt am Samstag hier bei Bild live einschalten. Dann übertragen wir den Kampf live.